Sodala, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Vielleicht kurz mal eintippen, ob der Sound einigermaßen okay ist, hoffentlich. Okay, wunderbar. Perfekt. Okay, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Heutiges Thema, offiziell Auftragseingabe 101, also Order Entry 101. Wir werden in diesem Webinar besprechen, oder die unterschiedlichen Möglichkeiten besprechen, wie du in NinjaTrader die Aufträge platzieren kannst, welche Aufträge das es gibt, wie man die auch mit einem Mausklick abändern kann. Und Handelsplattformen wie jetzt unsere bieten dir ja verschiedenste Möglichkeiten. Die meisten von euch werden den Charttrader jetzt kennen, gehe ich mal davon aus, oder wenn ihr neu seid, ist auf alle Fälle was eine Zeit, worauf wir hier verwenden werden. Oder ein Tool, worauf wir relativ viel Zeit verwenden werden. Ich gehe jetzt als erstes mal eine PowerPoint-Präsentation durch und danach gehen wir ein bisschen in die Praxis rein und schauen uns das Ganze dann mit den verschiedenen Möglichkeiten an. Als erstes, wie immer, als erstes, wie immer, brauchen wir unseren Risikodisclaimer. Ich hoffe, dass die Übertragungsgeschwindigkeit heute, dass die relativ okay ist und dass der Bildaufbau gut ist. Genau. Der Risikodisclaimer besagt eben, dass der Handel mit Futures, Forex, CFDs und generell mit allen Finanzprodukten ein hohes Risiko mit sich bringt und eben nicht für jeden Investor geeignet ist. Als Investor kannst du möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Also gibt es ja relativ, ist ja bekannt beispielsweise im Futures-Markt, das Thema Nachschusspflicht und Risikokapital sollte nur verwendet werden. Und das Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich eben keine Änderung auf die Finanzsituation von einem Trader ergibt und eben keinen Einfluss hat aufs Leben. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, beziehungsweise nur Teile des Risikokapitals. Auch wichtig der letzte Satz, dass eine eben in der Vergangenheit erzielte Performance keine Garantie für zukünftige Gewinne ist. Okay. Die Ziele, was wir heute besprechen werden bei diesem Webinar, ist folgendes. Wir werden verschiedene Auftragsarten anschauen. Was gibt es da? Welche Möglichkeiten hat man hier als Trader, eben Aufträge zu platzieren? Wir werden eben mit dem Superdome arbeiten. Wie füge ich den in meinen Arbeitsbereich mit ein? Wie platziere ich Trades mit dem Superdome? Welche Möglichkeiten habe ich zur Trade-Verwaltung? Also hier, sagen wir so, also ein Basic Overview über die Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch spezielle Webinare zum Dom noch zusätzlich, aber hier also zum Überblick eben auch den Dom besprechen wir hier. Dann dasselbe Thema zum Charttrader. Und dann möchte ich noch eingehen oder werden wir anfangs auch dann noch eingehen auf Tools, die ihr vielleicht jetzt noch nicht so kennt oder die man eigentlich nicht so wahrnimmt. Unter der Standardeingabe dann das FX-Board. Hier rechts zu sehen in dem Bild ist das FX-Board, was wir hier haben. Und FX Pro, vielleicht für Forex-Trader eine Möglichkeit. Okay. Ich fange jetzt an, mal eben auf die Auftragsarten einzugehen. Den Marktauftrag kennt wahrscheinlich jeder. Das ist, wenn du im Endeffekt hier auf der rechten Seite, ihr seht, der Charttrader ist in diesem Bild offen, auf Buy Market klicken würdet, dann wird ein Marktauftrag an die Börse gesendet. In diesem Fall haben wir hier den Mini S&P, der auf dem SIM 101 Account abgesetzt wird. Ein Marktauftrag ist ein Auftrag zum Kauf oder zum Verkauf von einem Instrument, egal welches Instrument eigentlich, zum bestverfügbaren Preis. Also das bedeutet, wenn du den Auftrag absendest, geht der an die Börse und die Börse wird versuchen, dir den bestmöglichen Preis zu geben. Michael, es bezieht sich, wir besprechen zwar alles in NinjaTrader 8, aber das ist ähnlich. In NinjaTrader 7 gibt es einige Möglichkeiten weniger oder eine Auftragsart weniger. Aber aber das Thema ist genau dasselbe eigentlich. Genau. Genau. Also das zum Marktauftrag. Der Marktauftrag ist, wie gesagt, ein Auftrag, bei dem du eben den Markt zu dem aktuellen Kurs kaufen möchtest. Dieser Auftrag geht dann an die Börse und der bestverfügbare Preis wird dir dann eben gegeben.
auf der Kauf- wie auf der Verkaufsseite. Der Future ist alt, genau, das ist ein Bild, das ist schon älter. Genau. Okay. Die zweite Auftragsart, und das ist eigentlich die Auftragsart, die speziell jetzt Leute verwenden möchten, die in hochliquiden Märkten aktiv sind, die möchten den besten Preis eigentlich bekommen. Und das ist ein Auftrag zum Kaufen bzw. zum Verkaufen von einem Wert zu einem bestimmten Preis oder eben besser. Ein Kauflimit kann nur zu dem entsprechenden Limitpreis oder eben niedriger ausgeführt werden, und das Verkaufslimit im Gegensatz dazu kann nur zum Limitpreis oder eben höher ausgeführt werden. Ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite in dem Bild, ist ein Sell-Limit in diesem Fall bei 2166 Punkten beim S&P Mini, und dieser Limitauftrag würde bedeuten, dass wir mindestens den Preis haben möchten von 2166 oder eben noch höher, eben um entsprechend billiger in den Markt reinzukommen. Bei so einem liquiden Markt natürlich wie dem Mini S&P wird er immer dann diesen Preis bekommen. Aber es gibt natürlich sehr viele illiquide Märkte, die vielleicht, ja, wo es vielleicht hier ein positives Slippage geben könnte. Im Futures-Markt relativ undenkbar. Im Forex-Markt kommt das ja öfters vor, wenn man sich die Statistiken dazu anschaut. Beispielsweise hat FXCM vor kurzem einige Statistiken rausgebracht, und dort ist dann rauszulesen als Beispiel, wie viel Prozent, also die prozentuale Verteilung der Aufträge besser, schlechter oder gleich ausgeführt werden. Genau. Ich sehe Klaus gerade tippen. Warte ich mal kurz. Okay. Generell vielleicht noch mal einen Satz dazu. Okay, ist jetzt gerade fertig geworden. Limitaufträge, wie gesagt, werden gern für dicke Märkte, dickvolumige Märkte verwendet, S&P Mini, Zinsmärkte, aber auch gern im Euro Stoxx Future als Beispiel. Klaus hat eine Frage: Was passiert, wenn eine Limit-Order von dem Markt überrannt wird, so wie heute bei einer starken Bewegung? Ich hole mir jetzt hier mal den Chart her. Ich gehe davon aus, du sprichst vom Euro Future. Nehme ich mal an, Klaus, dass du das ansprichst. Okay, was passiert, wenn jetzt hier eine Limit Order beispielsweise in diesem News Event, wo diese, ich denke mal, Nachrichten sind rausgekommen zu dieser Zeit, und angenommen, du hast jetzt hier einen Limit-Auftrag liegen. Weiter zurück. Okay. Okay. Klaus ist wie folgt so. Im Endeffekt, wenn wir jetzt hier von der Limit Order sprechen, wir möchten jetzt hier in diesem Beispiel, ich hoffe, es ist gut genug zu sehen, den Euro kaufen, eben bei einem Preis von 1,13855. Und der Markt fällt aufgrund eines News-Events massiv, bricht er ein und fällt drunter. Ja. Im Endeffekt liegt deine Order im Markt. Ja. Und sobald die Order im Markt liegt, liegt die an der Börse, ist im Orderbuch. Du bist dann in dem Fall ein Marktteilnehmer und wirst definitiv zu diesem Preis ausgeführt werden. Hat einen speziellen Grund dahinter. Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Markt so fällt, bedeutet das, dass ja relativ wenig Käufer zu diesem Zeitpunkt im Markt sind. Und du bist aber einer der wenigen, die zu diesem Preis eigentlich kaufen möchten. Und aus dem Grund wirst du diesen Preis auch bekommen. Du bist eigentlich einer derjenigen, die den Kurs in dem Fall ein bisschen stützen. Ja. Im Forex-Markt mag das ein bisschen unterschiedlich sein. Komme ich gleich, vielleicht hier ein Beispiel dazu. Im Forex-Markt gibt es ja verschiedene Modelle, wie Broker agieren. Es gibt den Market Maker, es gibt aber auch Broker, wie zum Beispiel, glaube ich, FXM, die sogenannte STP-Broker sind, die eben deine Order dann an den Interbankenmarkt weiterleiten. Da ist immer eine gewisse Latenz vorhanden, wenn diese Orders weitergeroutet werden. In diesem Fall wäre es möglich, dass du einen besseren Kurs bekommst, wie jetzt hier im Future. Das ist hier beispielsweise ein Unterschied zwischen Future-Markt und dem Forex-Markt, ist auch aus diesem Grund
ist der Unterschied da, weil eben an der Börse, also wo jetzt der Euro Future gehandelt wird, also dieser 6E0917, ist eine zentralisierte Stelle, da treffen sich alle Marktteilnehmer, währenddessen der Interbankenmarkt dezentral ist und im Grunde könnte es da theoretisch zu einer Limitverbesserung kommen. Okay. Sie Klaus noch mal tippen. Okay. Also der Limitauftrag ist im Generellen von der Definition wie folgt nochmal. Du möchtest den Preis dir als Minimum, den du anvisierst, oder eben besser erhalten. Mhm. Auf dem Limitauftrag kann es an sich keine negative Slippage geben, zumindest im Future-Markt. Das gibt es nur beispielsweise bei Market-Auftrag oder auch bei Stop-Orders, da kommen wir dann gleich drauf. Okay. Und jetzt, Klaus, sind wir schon beim Stop-Auftrag. Was ist das? Der Stop-Auftrag ist ein Auftrag, dass du den Markt kaufen möchtest bzw. verkaufen möchtest, wenn ein fest definierter Preis erreicht ist. Wenn der Stopppreis erreicht ist, also der anvisierte Preis, wo du eben aktiv werden möchtest, dann wird ein Marktauftrag abgesendet. In diesem Beispiel rechts seht ihr hier wiederum den S&P Mini. Der wird zu diesem Zeitpunkt gehandelt. Es ist der letzte Kurs, den wir hier sehen, bei der 2162.75. Wer es nicht weiß, der Mini S&P wird in Viertelpunkten gehandelt. Und wir haben im Endeffekt hier einen Einstieg vor. Zumindest sehen wir hier keine offene Position, wo wir in den Markt rein möchten und den Markt verkaufen möchten bei einem Preis zwei Punkte weiter darunter, bei 2160.75. Sobald der Markt oder falls der Markt, besser gesagt, dieses Preisniveau anläuft, wird ein Marktauftrag gesendet von der Börse und wird zum bestmöglichen Kurs wieder gefüllt. In der Praxis, wenn es jemanden interessiert, wie schaut das aus? Das Ganze kann man ja bis in die Mikrosekunden messen. Es ist so, dass im Endeffekt der Auftrag hier an der Börse liegt und wenn der Preis angelaufen wird, nennt sich das Trigger. Also dieser Preis oder dieser Auftrag wird getriggert, dann ist der ein paar Mikrosekunden oder Nanosekunden, nennt sich das dann Open, bis er dann gefüllt wird. Okay, jetzt können wir uns dann nochmal anschauen, was heute im Öl los war. Genau, aber das zur Theorie. Ein Stoppauftrag ist ein Auftrag, wenn du im Endeffekt ein Preisniveau kaufen oder verkaufen möchtest, beziehungsweise eben deinen Trade absichern möchtest. Und sobald dieser Stoppauftrag, abgekürzt eben hier in NinjaTrader mit STP, erreicht wird, wird ein Marktauftrag gesendet. Okay. Das nächste, und das ist eine Besonderheit, sage ich mal, oder ich empfand es immer als Besonderheit, das ist das sogenannte Stop-Limit. Dieser Auftrag platziert ein Limit in den Markt, sobald eben der Stopppreis erreicht worden ist, und es kann ein Offset bestimmt werden. In diesem Beispiel, wie gesagt, der Mini S&P handelt hier bei der 2163,25 und wir möchten hier in den Markt rein bei der 2160,50. Und in diesem Beispiel ist es so, macht ein praktisches Beispiel später auch noch, dass im Endeffekt der Limitauftrag gleich ist dem Stoppauftrag. Das sieht man an der Farbe, wie NinjaTrader das kennzeichnet. Aber theoretisch könntest du ein Offset bestimmen. Also nochmal, der Markt in diesem Beispiel, wenn der fällt zur 2160,50, platziert, wird ein Limit an der Börse platziert eben zu diesem Preis und man möchte keine Slippage eben akzeptieren, sondern wir möchten nur die 2160,50 haben oder eben besser für uns, sprich ein höherer Preis. Das ist im Endeffekt der Stop-Limit-Auftrag. Ein Offset würde bedeuten,
wenn wir sagen, okay, sobald eben die 2160-50 angelaufen wird, dann möchten wir versuchen, beispielsweise einen Punkt höher einzusteigen, dann würde das Limit eben dann zum Verkauf platziert werden bei der 2161,50. Dazu mache ich doch noch ein Beispiel, wie das in NinjaTrader funktioniert. Kann zum Teil hilfreich sein, meines Erachtens nur beim Einstieg in Positionen, beim Ausstieg in der Regel, wenn dann der Stopp angelaufen wird, möchte man natürlich raus. Ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren, das ist jetzt wahrscheinlich 7 Jahre her, hatte ich einen Trade im DAX damals und im Endeffekt kamen Nachrichten raus und ich habe den Trade abgesichert mit einer Sell-Stop-Limit-Order, also zum Schließen meiner Long-Position. Dieser Preis wurde überlaufen, ich bekam den Preis nicht gefüllt und hatte große Augen, oder 7, 8 Jahre, hatte große Augen, dass eben der Auftrag nicht ausgeführt worden ist. Also wie gesagt, zum Ausstieg eignet sich meines Erachtens eine Stop-Limit-Order nicht. Hier die normalen Stop-Orders wahrscheinlich zu verwenden. Das hier ist eine Neuerung im NinjaTrader 8. Diese Auftragsart nennt sich Market If Touched. Abkürzen tut man das mit MIT, wie die Bildungseinrichtung in Amerika. Und dieser Auftrag wird auch zu einem Marktauftrag, ähnlich wie die Stop-Order, sobald ein fest definierter oder von dir prädefinierter Preis erreicht worden ist. Hier noch ein Zusatz, wenn die Brokerage-Technologie Market-If-Touched-Orders oder Aufträge unterstützt, wird der Auftrag dann auf den Broker-Servern gespeichert, ansonsten werden diese Aufträge lokal vom NinjaTrader oder von unserer Software eben simuliert. Was bedeutet das? Im Endeffekt ist es so, dass manche Märkte ja doch relativ illiquide sind und du möchtest im Endeffekt aus der Position raus, sobald ein gewisser Preis angelaufen wird. Möglichkeiten dazu hast du im Endeffekt über die Limit Order. Wenn du nicht sicher bist, dass dieses Limit ausgeführt wird, ist die Sell Market If Touched Order eine Option. Praxisbeispiel oder Beispiel aus der Vergangenheit wieder zu sehen. Rechts im Dezemberkontrakt 2016. Hat der S&P zu diesem Zeitpunkt eben bei 2163,50 den aktuellen Handel und wir hätten in diesem Beispiel Interesse, den Markt zu verkaufen bei der 2167,50, sobald dieser Preis angelaufen wird. Ja, wenn man sich anschaut oder wenn man bedenkt, dass eben der Mini-S&P in Viertelpunkten handelt, kann man in diesem Beispiel davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich die Ausführung dann einen Tick tiefer hätten, eben bei der 2167,25. Warum wird dieser Auftrag überhaupt genommen? Einfach aus dem Grund, dass du, wenn du beispielsweise eine etwas größere Position hast in einem Markt, der vielleicht ein bisschen oder weniger liquide ist, kannst du sicher gehen, sobald der Preis angelaufen wird, dass du eben dann die gesamte Stückzahl deiner Position an den Markt abgeben kannst. Ansonsten klar präferiert, wie ich anfangs gesagt habe, ist die Limit Order natürlich die schönere Variante, weil du definitiv dann in diesem Beispiel die 2167,50 bekommen würdest. Hier bei dem Market If Touched Auftrag kannst du nicht sicher sein. Es ist ein Unterschied dazu, aber du kannst in dem Fall sicher sein, sobald der Preis angelaufen wird, dass du eben die Ausführung bekommst und eventuell nicht in der Warteschleife eben hängen bleibst. Der Market If Touched Auftrag ist eine Besonderheit. Also ich kann nur empfehlen, dass man auf der Demo vielleicht hier ein bisschen rumspielt, sich das Ganze mal anschaut, vielleicht auch mal sich genau den Unterschied auf der Demo im SIM101-Konto anschaut zwischen dem Limit-Auftrag und dem Market If Touched Auftrag. Generell, ich hole mir mal den Dom schon mal her. Generell bist du mit einer Limit Order immer ein Teilnehmer in dieser Warteschlange. Also wir haben jetzt hier in diesem Beispiel 1572 Kontrakte drin. Wenn wir jetzt hier einen Limitauftrag im Live-Umfeld platzieren würden, wären wir hier am Ende der Schlange. Ja, bedeutet, die Aufträge zuvor, die vor uns liegen, müssen abgearbeitet werden
Und in dem Fall könnte man nicht sicher sein, dass der Preis durchgehandelt wird oder eben so lange durchgehandelt wird, bis wir an der Reihe sind. Der Market-Touched-Auftrag im Gegensatz dazu sobald dieser Preis, die 2439, angelaufen wird, würde ein Verkaufsauftrag per Marktauftrag gesendet werden. Okay. Okay, da habe ich eine Seite drin, die ich nicht drin haben wollte, merke ich gerade. Okay, hier nochmal eine Übersicht vom NinjaTrader selbst, was du damit machen kannst, im Endeffekt wiederum, worauf wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Das FX-Board, kurz werde ich mal auf alle Fälle ansprechen und dann seht ihr hier im Zentral den Superdom, den wir dann auch mehr detailliert besprechen werden mit verschiedenen Aufträgen, die aktiv sind. Walter, den NinjaTrader 7 kannst du leider nicht ins Deutsche umstellen, wir haben das erst für NinjaTrader 8 gemacht. Aber hierzu, wenn du NinjaTrader 8 mehr kennenlernen möchtest, wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Webinare hochgeladen, die wir gemacht haben in den YouTube-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr den anschaut. Beispielsweise haben wir einige Videos eben da, von der Strategieerstellung bis zur wirklichen aktiven Trade-Verwaltung, wie man eben mit Trades schön beziehungsweise auch effizient verwalten kann. Okay. Jetzt gehe ich mehr in den Praxisteil rein. Ich sehe Philipp auf alle Fälle tippen. Philipp schreibt, dass der NinjaTrader 7 flüssiger läuft. Da ist es so, da gebe ich dir zum Teil recht, die ersten Versionen, die von NinjaTrader 8 draußen waren verbesserungswürdig, beziehungsweise nicht würdig, beziehungsweise wir haben hier einige Updates rausgebracht, die die Geschwindigkeit erhöht haben. Die Hauptargumente, die ich von Kunden höre bezüglich der Plattformen, das ist in der Regel immer wie folgt, dass die dort noch mehr Indikatoren haben. Ja, NinjaTrader, wir bieten dir eine Vielzahl an Indikatoren, liefern wir dir standardmäßig mit, aber klar, wir haben ein Ökosystem, also eine Art Partnersystem, die hier hunderte Indikatoren zur Verfügung stellen, aber eben auch gibt es viele Foren, wo du eben auch dir Indikatoren laden kannst. Das ist der Hauptgrund, wo manche Kunden sagen, okay, sind auf NinjaTrader 7, bleiben noch auf NinjaTrader 7. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist der NinjaTrader 8 wahrscheinlich das bessere Programm, weil er eben aktueller ist und speziell auf die aktuellen Rechner oder PCs, wie man es nennen will, eben eingehen kann. Ja. Der NinjaTrader 8 als Beispiel unterstützt einfach Mehrkernprozessoren, das konnte NinjaTrader 7 nicht. Ja, wenn ich jetzt natürlich hier beispielsweise nur einen Chart offen habe, dann habe ich damit weniger Probleme oder habe keine Probleme, sobald du mehrere Charts offen hast, mit komplexen vielleicht Strategien oder mit komplexen Indikatorberechnungen ist der NinjaTrader 8 meines Erachtens besser. Der VWAP, genau, ist auf alle Fälle was interessant ist, da hast du recht. Genau, wunderbar. So. Okay, ich möchte jetzt anfangen mit dem ersten Tool, das wir heute zur Auftragseingabe eben besprechen können oder was wir besprechen. Im Endeffekt ist es die Standardeingabe. Die Standardeingabe ist eine Funktionalität, die im Endeffekt wahrscheinlich sagen wir, im Praxisumgang als für aktive Händler wenig benutzt wird, aber trotzdem möchte ich es euch zeigen. Vielleicht gibt es Situationen, wo ihr sagt, okay, das möchte ich jetzt hier verwenden, das brauche ich, das hilft mir. Die Standardeingabe liefert euch weniger Informationen, wie jetzt beispielsweise der Dom, macht es aus diesem Grund vielleicht ein bisschen weniger kompliziert. Ich möchte hier ein Beispiel bringen, beziehungsweise erstmal besprechen, was wird dir angezeigt, welche Möglichkeiten hast du und im Endeffekt dann auf andere Tools weiter eingehen.
Im Grunde ist es so, die Standardeingabe bietet dir jetzt erstmal hier in der Mitte einige Informationen zum aktuellen Kursgeschehen. Wir haben jetzt hier den S&P Mini ausgewählt und ich habe den S&P Mini ausgewählt im September-Kontrakt 2017. Jetzt wird der Ask-Preis angezeigt, der Bid und der letzte Kurs, ähnlich wie jetzt hier im Chart-Trader auch. Ja. Ich hole mal den S&P her. Ähnlich oder genauso wie im Chart-Trader hier auf der rechten Seite auch. Das einzige oder der einzige Unterschied ist hier, hier wird mir nicht der letzte Kurs noch dargestellt, sondern den sehe ich dann im Chart. Fibos, Michael, können wir gerne, gibt es in NinjaTrader 7 auf alle Fälle auch. Das ist ein Zeichenwerkzeug, aber kann ich dir dann noch mal zeigen. Walter, deine Frage, wie lange wird NinjaTrader 7 noch supportet? Lange. Also wie gesagt, wir haben da kein Ende, ehrlich gesagt, in Sicht. Wir sehen ja die Nutzerzahlen, offen gesagt. Ja, wie viele Leute benutzen NinjaTrader 7, wie viele Leute benutzen NinjaTrader 8. Wenn man sich die Geschichte anschaut, im Endeffekt NinjaTrader 7 war ein Tool, das 10 Jahre wirklich in Benutzung war. Wir haben jetzt mittlerweile bei NinjaTrader 7 das Update Nummer 35 vor kurzem rausgebracht. Ähnlich ist es auch bei NinjaTrader 8, sind wir jetzt bei der Version 7 und ja, supporten das natürlich weiterhin. Also ein Ablaufdatum haben wir hier nicht. Okay. Ich möchte euch jetzt noch zeigen, wie platziere ich denn hier einen Auftrag mit der Standardeingabe. Ihr seht jetzt hier, wo schiebe ich das jetzt am besten hin? Wir sehen jetzt hier den Mini S&P via Chart und ich möchte jetzt sagen, okay, ich möchte den Markt verkaufen via Limit. Hier habe ich mehrere Möglichkeiten, hier eben einen Auftragstyp einzugeben. Kann Markt, Limit-Aufträge, Marktaufträge, wie wir vorher gesehen haben, Market-if-Touched-Aufträge, Stop-Limit. Oder auch im Stock-Mark-Auftrag. In diesem Beispiel möchte ich hier ein Sell-Limit platzieren. Und ich sage jetzt mal, hier ist der Preis, den wir vielleicht haben möchten, die 2438,75. Das kann ich jetzt hier in der Standardeingabe befolgt machen, kann jetzt hier auch mit dem Mausrad drehen, beziehungsweise die Zahlen natürlich auch eintippen. Habe dann die Möglichkeit, auch weiterführende Strategien hier anzugeben, wer die ATM-Strategien kennt. Wird damit wissen, umzugehen. Im Generellen eine ATM-Strategie ist eine Funktionalität, wie du deinen Trade absichern kannst, beziehungsweise auch mit Gewinnzielen arbeiten kannst. Und das noch geht noch weiter, eben insofern, dass du die Stops eben individualisieren kannst, dass du sagst, okay, ich möchte vielleicht einen Trailing-Stop verwenden oder einen Break-Even-Stop. Okay. Diesem Beispiel möchte ich eben den Markt verkaufen zu diesem Limitpreis und sehe jetzt hier noch die Auftragsbestätigung, die du natürlich hier ausschalten könntest bei der 2438,75 und wird im Chart natürlich platziert, weil der Chart-Trader auch aktiv ist. Hier auch sehen wir hier oberhalb dann eben die aktuellen Aufträge, die aktiv sind. Ich habe die Möglichkeit, diesen ganzen abzubrechen bzw. auch eben zu abzuändern. Okay, das zum Thema Standardeingabe. Wie gesagt, schaut es euch an, wenn euch das interessiert. Wird, glaube ich, nicht unser beliebtestes Tool werden. Trotzdem wollte ich es mal ansprechen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit eben für euch, wenn ihr Trades auch platzieren möchtet, die weiter weg sind vom Markt als Beispiel und den Chart-Trader nicht verwenden möchtet. Kurz anreißen möchte ich hier das FX Pro Fenster, das ist im Endeffekt für den Forex-Markt entwickelt worden, hat einen speziellen Hintergrund, warum wir hier ein eigenes Fenster haben. Die Markttiefe im FX-Markt ist ja relativ schwer darzustellen. Wer den Dom kennt, weiß, okay, dass im Future-Markt einen Dom kennt, der weiß, dass es hier eine klare Aufteilung gibt, eine klare Struktur, wie viele Ticks hat ein Punkt als Beispiel, im S&P sind es eben 4 Ticks pro Punkt. Das ist im Forex-Markt, da jetzt mittlerweile Pipettes gehandelt werden, also im Endeffekt die fünfte Nachkommastelle, relativ schwer, da diese sich auch permanent ändern. Aus diesem Grund gibt es mehrere Möglichkeiten, wir haben uns für diese entschieden, eben dass wir hier eine gewisse Statik mit reinbringen.
Wir teilen hier im Endeffekt dem Trader in der Mitte den Spread dieses Marktes mit. In diesem Fall ist das hier das britische Pfund zum Dollar. Du siehst auf der linken Seite den aktuellen Bid-Kurs, auf der rechten Seite den aktuellen Ask-Kurs. Generell, wie in jedem Auftragsfenster auch, siehst du natürlich eine Positionsübersicht, du siehst den potenziellen Einstiegskurs und dann überhaupt auch noch, wie in einem Standard-Eingabefenster auch, welche Aufträge du aktiv hast. Walter, das liegt daran, ich nehme an, du hast eine Futures-Demo. Futures ist nicht, in dem Fall im Futures-Bereich hast du nur Futures-Märkte, im FX-Bereich eben nur Forex-Märkte, die dir über die Futures-Demo nicht angeboten werden. Okay. Wir haben ein paar Leute, die auch speziell im CFD-Handel unterwegs sind und die sagen, die waren oft auf der Suche nach irgendeinem Tool oder nach einer Möglichkeit, schnell Trades zu platzieren, schneller wie im Chart-Trader, wobei das meiner Meinung nach auch nicht möglich ist. Dazu hast du die Möglichkeit aber im Dom. Also der Dom ist abänderbar. Ich komme jetzt auf das nächste Thema zum Sprechen, den Superdom. Das kannst du theoretisch auch für den CFD-Handel hernehmen. Wir haben Kunden, die benutzen das über FXM. Generell siehst du hier zwei Varianten. Du siehst den Superdom dynamisch und den Superdom statisch. Der Unterschied generell, als erstes ist mal der statische Dom, dahinter steckt ein Patent. Also wenn du mit dem statischen Dom live handelst, dann ist der Handel damit teurer. Ist auf den ersten Blick negativ. Auf dem zweiten Blick mag das vielleicht für Leute Sinn machen, die sehr, sehr aktiv sind an den Märkten. Der Unterschied ist wie folgt. Ich mache jetzt hier mal den statischen Dom auf. Genau, wir neu und dann statischer Superdom. Und wir sehen jetzt hier die Markttiefe vom Mini S&P, von dem Chart auch, den wir hier links daneben sehen. Und sehen jetzt hier im Endeffekt die potenziellen Käufer auf der unteren linken Seite, also in der ganz linken Spalte, die potenziell kaufen möchten, und auf der rechten Seite, überhalb des aktuellen Kursgeschehens, sind die potenziellen Verkäufer. Eine Info, auch ein Unterschied zwischen NinjaTrader 7 und NinjaTrader 8: Du kannst die Anzahl der Levels selber definieren. Ja, also im Endeffekt, NinjaTrader 7 hat dir hier nur 5 Levels gezeigt. NinjaTrader 8 liefert dir so viele Levels, wie du magst, beziehungsweise wie viel Level die Börsen auch liefern. Das ist unterschiedlich. Manche Börsen liefern 10 Levels, manche 5 und manche unendlich, offen gesagt. Und das kann für manche Märkte wirklich interessant sein. Speziell wenn man vielleicht nach irgendeinem Target sucht, ist es interessant, eben hier vielleicht noch mehr Einsicht haben in das Marktverhalten oder in die Markttiefe. Okay. Gut. Okay. Generell nochmal hier zur Übersicht. Du hast in der Mitte den Preis. Gelb hinterlegt ist immer der letzte gehandelte Kurs. Links daneben siehst du immer eine Zahl in Klammern. Das ist die Anzahl der gehandelten Kontrakte zu diesem Preis. Ja, der letzte Verkauf als Beispiel waren jetzt hier 16 Kontrakte. Du hast jetzt hier unterhalb dann die Möglichkeit, den Markt zu kaufen, beziehungsweise auf der rechten Seite den Markt zu verkaufen. In der Mitte hast du im Endeffekt eine Darstellung des Gewinns und Verlusts deiner offenen Position. In diesem Beispiel verkaufe ich jetzt hier mal den Markt, klick jetzt hier eben auf Markt in der Verkaufsspalte, bestätigt das nochmal, und jetzt haben wir hier eben einen Trade, eine Short-Position eröffnet zu diesem Kurslevel von 2436. Okay. Auf der linken Seite im Chart-Trader siehst du hier 12,50 Dollar minus, hier unten minus 0,25. Also hier sind mein Viertelpunkte minus, ist natürlich dasselbe. Ein Klick mit der linken Maustaste darauf kannst du hier die verschiedenen Möglichkeiten eben durchschalten, was du eben hier angezeigt haben möchtest. Generell gibt es, wie gesagt, Punkte, dann gibt es die Anzahl in Ticks, weil, wie gesagt, oft hört man, okay, man soll nicht in Geldwerten denken, sondern vielleicht in Ticks oder Punkten. Hier hast du die Möglichkeit umzuschalten. Dann haben wir hier den Dollarbetrag prozentual und dann nochmal in Pips für Forex-Händler.
Okay, wir sind jetzt hier einen halben Punkt im Minus. Wir haben eben hier einen Marktauftrag platziert zum Verkauf. Um diese Position jetzt ohne ATM-Strategie abzusichern, hast du hier die Möglichkeit, wir möchten hier dann einen Stopp platzieren, angenommen bei der 2439, eben mit der mittleren Maustaste hier den Trade via einen Kaufmarktauftrag eben abzusichern. Du siehst jetzt hier, wird ein Auftrag platziert, ist ein Stoppauftrag, wie wir es vorher besprochen haben. Und angenommen, wir möchten auch einen Gewinnziel haben wir vielleicht festgelegt, 3 Punkte unterhalb des Markts, ein Klick mit der linken Maustaste und dann können wir hier ein Kauflimit, Entschuldigung, platzieren. In der Fachsprache nennt sich das Bracket, also im Endeffekt eine Klammer um die offene Position rum. Wir hätten den Trade theoretisch abgesichert und haben auf der anderen Seite theoretisch auch ein potenzielles Gewinnziel. Beide Aufträge kannst du verschieben, im Chart sowie auch im Dom. Hier ein Beispiel, wie du einen Auftrag verschieben kannst im Dom. Ein Klick mit der linken Maustaste und dein Mauszeiger verändert sich in Witzer Hand. Du gehst auf das Preislevel, wo du den Auftrag hinschieben möchtest und klickst nochmal darauf und schon ist der Auftrag verschoben. Also relativ einfach und ich denke mal sehr intuitiv, wenn man es ein paar Mal geübt hat. Ein Klick, ein Klick, ein Klick, ein Klick. Löschen des Auftrags kannst du hier auf dem X. Das verhält sich im Chart natürlich genauso. Du siehst neben dem horizontalen Balken, neben dieses beispielsweise Kauflimits, ein X. Das bedeutet, du könntest diesen Auftrag hier auch abändern. Ein weiterer Punkt, der vielleicht ein bisschen zu wenig genutzt wird oder vielleicht zu wenig bekannt ist, du kannst die Auftragsanzahl jedes Auftrags auch abändern. Angenommen, wir denken, der Markt fällt hier kurz zurück, unser Profit Target, unser Gewinnziel wird abgeholt und wir sind dann theoretisch wieder ohne Position. Wir können dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier die Kontraktanzahl erhöhen. Ein Klick auf die 1 und dann habe ich hier via Mausrad bzw. auch den Hoch- und Minustasten, Hoch- und Runtertasten die Möglichkeit hier die Auftragsanzahl abzuändern. Okay, hier vielleicht eine Besonderheit, manche von euch, wenn die mit dem Dom handeln oder generell vielleicht mit mehreren Kontrakten auch agieren, haben das vielleicht schon gesehen. Du siehst jetzt hier neben der Auftragsanzahl von 5 ein S. Das S steht für Single und Single bedeutet, dass hier die Aufträge in mehreren Blocks an den Börsen liegen. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben jetzt hier im Endeffekt den Auftrag so platziert, dass wir erst einen Kontrakt platziert hatten und danach haben wir hier den Auftrag erhöht um weitere 4 Kontrakte. Das bedeutet, dass diese insgesamt 5 Kontrakte im Markt an verschiedenen Stellen liegen. In der Praxis ist es so, dass natürlich der erste Kontrakt, den wir zuerst platziert werden, als erstes abgeholt wird. Und danach, wenn wir Glück haben und der Markt weiter fallen sollte, beziehungsweise weiteres Verkaufsinteresse zu diesem Preis vorhanden wäre, dann die übrigen 4. Okay. Okay. Ich möchte jetzt hier ein weiteres Beispiel bringen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich da stehe. Eine Sekunde bitte. Als nächstes möchte ich darauf eingehen, wie du im Chart-Trader Aufträge platzieren kannst. Generell wichtig bitte, und das ist ein Unterschied zwischen InnoTrader 7 und InnoTrader 8, hier oben, das ist das Chart-Trader-Symbol zu finden. Wenn du draufklickst, hast du hier eigentlich 3 Auswahlmöglichkeiten. Den Chart-Trader auszuschalten, den Chart-Trader aktiv zu lassen, beziehungsweise den Chart-Trader zu verbergen. Und wer InnoTrader 7 kennt,
Dann wisst ihr, ihr hattet hier noch so ein Dreieck nach oben bzw. nach unten, wo du dir das hier verbergen konntest. Das haben wir gelöst, denke ich mal, ein bisschen vereinfacht auch, ein bisschen übersichtlicher gemacht. Eben hier ist die Auswahlmöglichkeit, eben ausschalten, Chartreader aus oder eben auch Chartreader verborgen. Wer das zum ersten Mal sieht, hier mal die Funktionalität des Chartraders, wenn er verborgen ist. Du hast eben den Chartrader aktiv, du siehst die aktuelle Position, siehst auch hier den Gewinn und Verlust. Aber im Grunde hast du hier diesen rechten Block des Chartraders nicht aktiv. Du kannst weiterhin Aufträge platzieren, das möchte ich jetzt auch gleich machen und euch zeigen, wie das geht. Okay. Generell platzierst du Aufträge im Chartrader direkt, wenn du dort Aufträge platzieren möchtest, mit der rechten Maustaste und dann suchst du aus, welche Aufträge du platzieren möchtest. Angenommen, wie gesagt, wir möchten hier bei der 2431 einen Auftrag platzieren. Mache ich einen Rechtsklick und dann geht jetzt hier die Schaltfläche auf und ich habe im Endeffekt jetzt hier vier Möglichkeiten zu agieren. Ich kann hier ein Kauflimit setzen, ich könnte einen Market if Touched Auftrag, einen Kaufauftrag setzen bei diesem Preis, könnte einen Stoppmarktauftrag setzen oder auch ein Stopplimit. In diesem Beispiel möchte ich mal einen Kauf zum Market if Touched zur Market if Touched Bedingung platzieren und bestätige das jetzt hier. Okay, wir haben den Auftrag, wie gesagt, jetzt platziert. Den Auftrag erkennt ihr, also dass es ein Market of Touched Auftrag ist, an zwei Dingen. A, die Kennzeichnung MET, B, an der Farbe Grün. Also jeder Auftrag generell im Ninja Trader hat verschiedene Farben. Man möchte jetzt meinen, okay, MET kann ich lesen. In der Praxis ist es aber so, angenommen du machst einen Missklick oder verklickst dich mal, wirst du sehen, dass die Farben dann doch eine gewisse Rolle spielen. Hier auch das Beispiel zwischen dem Verkaufsstopp bzw. zum Stopp-Limit ist farblicher Unterschied, wie gesagt, wie ich am Anfang erwähnt in diesem Beispiel, wie es mir vor ein paar Jahren gegangen ist, also knapp 10 Jahren, wenn es wäre besser gewesen, mir wäre das damals aufgefallen, offen gesagt. Ja. Hier nochmal der Unterschied zwischen dem Kauf Market of Touched Order oder den Auftrag zur normalen Standard Limit Order. Okay. Wunderbar. Möchtest du an sich alle Aufträge löschen, die du aktiv hast und auch die Position schließen, die du aktiv hast, würde dir hier ein Klick auf Schließen ausreichen und sämtliche aktive Aufträge und alle sämtliche aktiven Positionen würden hier geschlossen werden. Okay. Abschließend möchte ich auf was eingehen, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Das ist die Verwaltung von Einstiegen, aber auch Ausstiegen mit Hilfe von Indikatoren. Und jeder kennt von euch Indikatoren. Im Ninja Trader ist es so, das ist ein Unterschied zum Ninja Trader 8, hast du die Möglichkeit, Aufträge an einen Indikator anzuhängen. Mehmet, das Webinar wird aufgezeichnet und Walter, auf das komme ich gleich nach diesem Beispiel. Du kannst, wie gesagt, Aufträge auch an Indikatoren anhängen. Und dazu möchte ich ein Beispiel bringen mit dem EMA, gewichteter gleitender Durchschnitt. Ich denke, jeder Fachsprache oder auch in Deutschland kennt man diesen Wert oder diesen Indikator. Ich füge jetzt hier diesen Indikator ein via Rechtsklick, gehe auf Indikatoren und dann habe ich hier im Endeffekt dann den EMA ausgewählt und dann auf der rechten Seite habe ich dann die Eigenschaften, die ich eben jetzt hier festlegen kann. Ich tippe jetzt hier einfach mal eine Periode ein, die ein bisschen länger ist und möchte mir hier beispielsweise nur die Farbe abändern. Und machen wir den ganz ein wenig dicker. Okay, ich sehe gerade, das ist mir zu schnell. Okay, wunderbar. Okay,
was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben den Indikator drin, wir haben den mit eigenen Parametern festgelegt und jetzt möchte ich beispielsweise das Kauflimit für diese Short-Position an diesem gleitenden Durchschnitt festmachen. Okay, ich platziere mal hier als Beispiel jetzt hier mal einen Kauf Market If Touched Auftrag, den wir sagen, okay, der liegt jetzt hier anfangs bei der 2426.25, aber jetzt sage ich, ich möchte diesen Auftrag zum Kauf Market If Touched, da möchte ich, dass der hier an diesem gleitenden Durchschnitt hängt. Ich bin mir sicher, angenommen, dass dieser Preis, dieser gleitende Durchschnitt, der spielt eine große Rolle und damit kann ich im Endeffekt eine effektive Zielverwaltung vornehmen. Dazu klicke ich hier mit der linken Maustaste auf diesen Auftrag, auf die horizontale Linie und klicke dann, beziehungsweise ich halte jetzt diese Control-Taste der Tastatur gedrückt. Also die Control-Taste, bei manchen mag auch STRG oben stehen auf der Tastatur, das ist die Taste links unten, ganz links unten auf dem Tastaturfeld. Und wenn ich diesen Auftrag anhängen möchte, einfach einen Klick darauf und schon geht mir dann das Eigenschaftsfenster auf, wo ich eben noch weitere Einstellungen vornehmen könnte. Ich könnte ein Offset festlegen in Ticks und könnte sagen, okay, du darfst dich nur in Richtung des Schlusskurses verändern. Ein Offset ist im Endeffekt der Abstand zwischen dem aktuellen Level, ja, und im Endeffekt kann das positiv oder auch negativ sein. Ich in dem Beispiel mache das jetzt mal negativ. Ich sage, ein Punkt unter diesem gleitenden Durchschnitt, da soll eben dann mein Auftrag darüber verwaltet werden. Okay, wunderbar, hat auch geklappt. Günther, Schrägstrich Dagmar, das geht mit jedem Indikator, wenn es Sinn macht. Also Point of Control sprichst du an, ist ein Begriff aus dem Volume Market Profile. Das ist ja eigentlich ein Wert, der sich zu unterm Tag dynamisch verändert, aber nur vom Vortags. Also ich glaube jetzt, dass es bei diesen nicht geht. Es muss halt irgendwie ein preisbasierter Indikator sein, POC. Gute Frage, bin ich mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Jochen, die Orderbuchdaten kommen von der Börse. Also das war anfangs was ich... das ist ein Unterschied, den ich vorher schon mal ein bisschen angesprochen habe, den Unterschied zwischen dem Forex-Markt und dem Future-Markt. Hier auf der rechten Seite, das sind die Daten, die jetzt im Moment in Chicago an der CME, so wird das über das sogenannte Globex-System gehandelt. Die Daten, die wir hier verwenden bei uns, die nennen sich NinjaTrader Continuum oder Rhythmic von NinjaTrader Brokerage. Das ist ein sogenannter Datenfeed, aber auch die machen auch das Order Routing. Während ich hoffe, es klappt bald, ehrlich gesagt, ich hatte die letzten Tage relativ leider viel zu tun. Aber schauen wir mal, dass das klappt. Walter hat eine Frage zwischen Kauf Ask und Kauf Bid. Wo ist der Unterschied zwischen Kauf Ask und Kauf Bid? Okay, ich wechsle hier mal in den anderen Markt rüber, dass wir hier im Grunde was Frisches haben. Ändere auch hier den Dom ab auf den entsprechenden Markt. Okay, generell ist der Kauf, also im Chart-Trade ist der Kauf Ask oder Kauf Bid, das sind immer Limit-Aufträge. Also sprich, du kaufst immer mit einem Limit-Auftrag. Wenn du das Bid kaufen möchtest, in diesem Beispiel, wäre dann der Limit-Auftrag in der Reihe bei dem Preis 3527 und der Limit-Kauf-Auftrag, Kauf-Ask-Auftrag wäre hier bei der 3528, was zur Folge hätte, dass wir hier auch ausgeführt werden würden. Hier ein Beispiel dazu, ich platziere jetzt hier mal einen Kauf-Bid-Auftrag. Wir haben jetzt im Moment hier 218, 220 Kontrakte im Bid. Dann siehst du jetzt, dass der Markt oder dass der Auftrag, das Limit, liegt jetzt zwar in dem Fall auf dem Simulator, aber das wärst du hier auch an der Börse.
aber du bist noch nicht ausgeführt worden, weil eben diese Kette, also oder diese Reihenfolge der Kontrakte, die Anzahl der Kontrakte, die jetzt vor uns liegen, noch nicht abgearbeitet ist. Okay? Jetzt im Moment liegen wahrscheinlich etwa 400 Kontrakte vor unserem einen Kontrakt, den wir hier platziert haben. Kauf-Ask im Gegensatz dazu ist ein Limitauftrag eben zu dem aktuellen Ask-Kurs und der ist der höhere, der bei 3528. Wir haben jetzt hier zwar etwa 500 Kontrakte im Markt, ist natürlich, diese 500 Kontrakte ist natürlich weit mehr wie unser eine Kontrakt, den wir hier kaufen möchten. Wie gesagt, nochmal, ein Kauf-Limit-Auftrag ist immer der Kurs, der aktuelle, den wir auswählen, die 3528 oder besser. Hier dieses Limit ist bei der 3528. Ich sage, ich möchte hier zu diesem Limitpreis kaufen. Ja, und schwupp sind wir hier drin, weil natürlich dieser Preis, diese 3528, wurden uns auch geliefert, beziehungsweise konnte der Markt auch liefern. Okay. Fibo NinjaTrader 7 sehe ich gerade noch, Michael. Walter hat noch eine Frage, dann entspricht der Kauf vom Ask und den Kauf des aktuellen Marktkurses, ob das dasselbe ist. Für Märkte wie jetzt, die sehr liquide sind, ist das richtig. Ja, also hier beispielsweise im Eurostock mit 300 Kontrakte hier nach oben, 400, 500 Kontrakte nach unten, da stimmt es. Schauen wir uns jetzt einen Markt an, der vielleicht ein bisschen illiquide ist. Ich überlege mal, wie wir da nehmen. Nehmen wir hier beispielsweise mal Silber. Dann ist das schon wieder nicht der Fall. Das siehst du jetzt hier als Beispiel nur 5 Kontrakte auf der rechten Seite hier im Ask und du siehst 2 Kontrakte hier im Bid. Da spielt das schon eine Rolle, weil der Preis kann natürlich überlaufen werden und dann kommst du eben über den Marktauftrag den bestmöglichen Kurs, beziehungsweise eben den schlechteren in dem Fall, beziehungsweise über via Limit kannst du eben dann deinen Preis eben limitieren. Also es entspricht im Endeffekt nur, Walter, in einem sehr liquiden Markt eben, ich bin aber bescheuert, offen gesagt. 2018 haben wir noch doch nicht. Okay, wunderbar. Aber hier generell auch zum Beispiel, weil du siehst jetzt hier, wir haben jetzt hier im Bid nur 8 Kontrakte, 52 Kontrakte auf der Verkäuferseite. Es gibt die Möglichkeit eben, dass das überlaufen wird. Okay. Okay, ich denke, ich bin dann heute eigentlich ziemlich mit dem Thema durch. Gibt es weiterhin noch Fragen von euch? Dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir die reinschreiben würdet, dass wir die besprechen. Klaus sehe ich noch mit tippen. Fällt gerade ein, ich wollte das Ganze mit Offset nochmal besprechen. Vielleicht eine Sache, die ich zu den Aufträgen noch sagen möchte, das war der Stop-Limit-Auftrag mit einem Offset. Ich mache jetzt hier wie ein Beispiel, angenommen wir möchten hier im Silber bei der 16,73 Sell Stop Limit platzieren, also das ist hier das Verkaufsstop Limit 1 bei diesem Preis, dann sieht er hier eben eine Anzeige. Und diese Anzeige sagt folgendes, hier können wir den sogenannten Offset bestimmen. Angenommen ich sage, ich möchte hier zwar, dass der Auftrag aktiviert wird bei der 16.730, aber ich möchte an sich, dass wir hier beispielsweise 4 Ticks weiter oben eigentlich ausgeführt werden oder dass hier dann das Limit eigentlich liegt. Dann kann ich mir das hier einstellen, das sind dann hier minus 4 Ticks. Und du siehst dann, dass jetzt hier das
eigentliche Limit dann bei der 57 liegt, wobei der Ansicht der Auftrag, wo die, der Auftrag zur Aktivierung dieses Limits weiter unten liegt. Der hat eine eigene farbliche Kennzeichnung. Der ist jetzt gelb, dieser Auftrag. Und hier möchte ich bloß einmal farblich rausstellen, wo mir denn eigentlich dann ausgeführt werden würden. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr hilfreiches Tool oder eine Möglichkeit, die da viele andere Plattformen vielleicht ein bisschen weniger bieten. Wie gesagt, hier, sobald der Markt die 16730 anläuft, platziert NinjaTrader für diesen Preis keinen Auftrag, sondern platziert ein Sell-Limit in dem blauen Bereich oder zum Preis, wo eben die blaue Linie oder das blaue Rechteck liegt, bei der 16750. Genau. Okay, Franz, vielen Dank. Du kannst dich via E-Mail natürlich an mich wenden, Martin. Klar, Michael, bekommst du das Angebot auch. Schreib mir einfach eine E-Mail, Michael, dann kümmern wir uns darum. Genau. Wunderbar. Dann möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Zeit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mehmet, wunderbar. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Günther, alles Gute. Habt einen schönen Abend.